Jo, liebe Leute, schönen guten Tag und damit begrüße ich euch recht herzlich zum Podcast Ausgabe 5 und heute als Oberthema Teufelsfrüchte und zwar, ja, rund um Teufelsfrüchte, wirklich bis zu, also von der Entstehung bis zu zukünftige Teufelsfrüchte, wie kann man mehrere Teufelsfrüchte essen, wir haben, wie gesagt, alle Theorien hier mal so rausgesucht, beziehungsweise auch im Hinterkopf und werden allgemein über Teufelsfrüchte mal philosophieren, welche noch kommen, wie das Erwachen aussieht, also wirklich die Fragen, die eigentlich alle immer haben und die auch eigentlich noch alle ungelöst sind, wo man einfach spekulieren kann und natürlich bin ich wieder nicht alleine, ich habe den guten Myrolox dabei. Wie immer, stets mit vertreten. Wir haben uns das kleine, aber feine Thema Teufelsfrüchte. Kleines, aber feines Thema Teufelsfrüchte rausgenommen. Ja, auf jeden Fall Hammer-Thema. Wir haben so viel. Wir haben auch mal wieder ein paar Kategorien mit im Petto, die wir irgendwie ein bisschen vernachlässigt haben in den letzten Ausgaben, aber it's time. Muss sein, muss sein. Ja, wie gesagt. Womit fängt man an? Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit der Entstehung. Wo kommen die eigentlich her? Gibt es den legendären Baum der Teufelsfrüchte? Wie kommt man eigentlich darauf? Also, man denkt einfach nur, weil Früchte so in unserer Welt an Bäumen wachsen, geht man davon aus, es gibt auch irgendwo einen Baum, wo die dran wachsen. Und ich habe es schon öfter erwähnt, ich dachte immer, dass damals der Walbaum auf Su, dass das die Quelle ist der Soan-Früchte sozusagen. Und ich hätte das so geil gefunden, wenn die Theorie gestimmt hätte. Sozusagen, dass der Walbaum sozusagen, das hätte auch Sinn gemacht, so, weißt du, weil die Soan-Früchte dann an dem Baum gewachsen wären, weil, wie gesagt, Oberthema Tiere so, auch das Königreich Su ist auch so, Minx sind auch die Tiere und so. Also wenn die Früchte da herkommen und auch von dem Riesentier Sunisha, was schon hunderte Jahre da rumläuft, werden die dann durch, sozusagen übers Meer verteilt, durch die Welt verteilt, auch sozusagen übers Meer dann gleich. Und es wäre geil gewesen, ist jetzt endlich nicht so. Der Walbaum hatte gar keine weitere, das Roadporn ja, war da drin, aber ansonsten... Ja, okay, wie kann das eigentlich sein, dass da dieser Wal, das ist ziemlich komisch, das ist ein anderes Thema. Bäume in One Piece, das kann man, glaube ich, auch nochmal ein Fass aufmachen. Es gibt ja echt diesen Sonnenbaum Eve, dann gibt es diesen Adamsbaum, dann gibt es den Wissensbaum auf Ohara, den gab es, und dann gibt es Teufelsruchbaum höchstwahrscheinlich, weiß man nicht. Es gibt ein paar Sachen. Elban, genau, diesen riesen Weltenbaum, Yggdrasil oder was auch immer das, also 100% wird das so eine Anspielung sein, aber ein Teufelsfruchtbaum, ich weiß nicht, ich bin immer noch ein Freund davon, ansonsten die Entstehung. Ja, also was denkst du? Erstmal frage ich dich, was denkst du denn? Wie denkst du, sind die entstanden, die Teufelsfrüchte? Also, Teufelsfrüchte entstehen, man weiß, es muss ja irgendeinen Bezug auch direkt zum, irgendwie zum Wasser haben, wegen Seestein, Meereswasser, Annullierung und den Verlust der Fähigkeit, dass man schwimmen kann. Deswegen ist halt die Frage so, ob das an einem Baum hängt, aber es ist halt die gängigste Theorie. Es gibt ja auch tausend Zeichnungen, sag ich mal, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, sprich es gibt ja diese ganz berühmte Zeichnung, wo man so in der Mitte so Paramecia-Früchte hat und dann so Left and Right, so Lugia ja. Und so an Früchte und das dann so ein bisschen argumentiert, dass halt, also um damit zu argumentieren, dass halt die eine Teufelsfruchtart voll oft vorkommt und die anderen halt ein bisschen seltener sind und dass dann halt zum Beispiel mystische Früchte so ganz vereinzelt da an diesen einen Ast nur wachsen und so. Ja, ist halt so die gängigste Theorie. Aber Ursprung Teufelsfrüchte, ich weiß nicht. Also ein Teufelsfruchtbaum ist halt zu, es ist zu naheliegend. Ich meine, man hat ja auch in der Smile-Fabrik hat man ja auch so ein bisschen, hat man es ja auch von den Bäumen einfach gepflückt, die Smile-Früchte. Deswegen, ja, Baum ist das Wahrscheinlichste, aber ich denke nicht. Ich denke, Oda hat da noch was im Petto. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht wirklich, also wenn die Theorie stimmt mit den Dies und so vom Mond, das Bürgerkönigreich, also du kennst ja diese ewige Theorie, dass sie wegen Ressourcenknappheit den Mond verlassen haben, das Bürgerkönigreich, und dass deren Initialien, wie gesagt, weil sie vom Mond kommen, dann auch dieser Halbmond ist, dass die, also was wir jetzt als die kennen, und dass die auch die antiken Waffen dann... es gibt ja diese Ultra-Theorie, dass sie die antiken Waffen auch erfunden haben und dass vielleicht ist sogar eine antike Waffe, waren sogar Teufelsfrüchte oder sonstiges und die haben es jetzt verteilt. Ich kann mir auch sowas vorstellen, dass die wirklich aus dem Weltall kommen. Das klingt jetzt komisch für manche anderen, aber die sich nicht so damit beschäftigen. Aber ich denke, unsere Hörer wissen, dass der Mond und das Weltall in One Piece auch so ein Ding ist, was man immer im Hinterkopf haben sollte. Ich kann mir vorstellen, dass es auch von dem verlorenen Königreich auf jeden Fall irgendwo herkommt. Die Frage ist, wie alt ist das verlorene Königreich? Höchstwahrscheinlich älter als 800 Jahre so von unserer Zeitrechnung jetzt aus. Und die Frage ist trotzdem, es gibt ja Kräfte in One Piece so, Haki kann man sich mit Willen irgendwie erklären. Also man kann ja jede Kraft in One Piece kann man irgendwie erklären, begründen mit irgendwas. Und Teufelsfrüchte sind halt das Einzige, was wirklich so unerklärlich übernatürlich ist. Was wirklich die Superpower in One Piece ist. Und
sie heißen Teufelsfrüchte. Hat es wirklich was mit dem Teufel zu tun? Und das D steht dann doch für Devil und der Teufel an sich kriegt nochmal eine nähere Bedeutung in One Piece allgemein. Und was hat es da mit dem Wasser auf sich? Also warum können sie nicht schwimmen? Sie werden ja auch Schatz des Meeres genannt, wie du auch schon hattest du gerade erwähnt, ne? Ja, ja, genau. Es ist, ich weiß nicht, es ist ein bisschen mysteriös. Und ich kann mir vorstellen, also ein Baum wäre halt cool, aber ich weiß nicht. Irgendwo müsste es ja auch dann bekannt sein, aber das, wie gesagt, das Buch der Teufelsfrüchte. Komm, hör auf. Also, ich weiß nicht, also, warte mal. Das Ei. Nee, komm, das macht ja keinen Sinn. Davor haben wir auch schon Teufelsfrüchte gesehen, oder? Nee, das wollte ich oder? Jetzt gerade nur aus Spaß mit reinbringen. Aber ja, also, ich weiß nicht, wenn, das ist auch dann was unerklärliches. Wenn, dann hier Podcast, wir haben es gesagt. Ja. Sonst kann man das ja nicht ansprechen. Also, das traut man sich an dem normalen Video ja nicht anzusprechen. Traut man sich nicht, nee. Nee, aber hier kann man es mal machen. Ja, deswegen, ich weiß nicht. Also, ich finde einen Baum an sich cool. Die Sache ist, werden wir das erfahren im Buch der Teufelsfrüchte? Das können wir jetzt mal auch anreißen. Oder, warte mal, zur Entstehung der Teufelsfrüchte. Habe ich hier noch was aufgeschrieben? Ich habe, genau, vielleicht sind sie sogar alle erschaffen von irgendjemanden. Also vielleicht von ihm, sag mal. Es ist jetzt wirklich im Podcast aller vom Feinsten hier, Leute. Also, ich weiß nicht, vielleicht könnte Im-Sama oder so, ist das eine ältere Kreatur, vielleicht sogar der Teufel oder irgendwie, vielleicht hat der die Früchte wegen, ich weiß nicht, es ist ja auch so eine Wasserwelt, also wirklich der Planet, der One-Piece-Planet ist ja wirklich ein Wasserplanet, komplett so, also die Erde wird ja schon blauer Planet genannt von uns jetzt, ne? Ist ja auch schon Wasserplanet, aber da ist ja wirklich, also die Länder sind ja wirklich klein und es ist ja wirklich fast nur Wasser mit kleinen Inseln, also ganz, ganz wenig Landmasse, das ist, finde ich, auch noch ein bisschen... Also allgemein ist es so ungefähr 70-30 verteilt in der realen Welt. Bei One Piece ist es eher so 95-5, würde ich sagen. Also da ist halt, gut, wenn man die Red Line sieht, dann könnte man so 90-10 vielleicht sagen. Aber die Red Line an sich ist ja kein, also da sind ja keine großen Städte oder so drauf. Das ist halt Das stimmt. Ja, deswegen. Also das ist halt, an sich ist halt dieser ganze Ursprung der Teufelsfrüchte so mysteriös, dass ich sogar fast sagen würde, also wenn man einfach ins Blaue schießen würde, dann ist es wahrscheinlicher, dass man weiß, was der Schatz von Mary Jo oder so ist oder irgendwie sowas, dass man sagen kann, woher die Teufelsfrüchte kommen, weil es halt einfach so das größte Geheimnis überhaupt ist oder halt auch so das, womit man am meisten... ja, rumexperimentieren kann. Wie gesagt, Baum, ich gehe mit der Baumtheorie halt einfach, weil auch die Smile-Früchte und so, die wachsen halt auch an Bäumen und ja. Ja, das ist genau die Entstehung von Smile-Früchten. Also wir wissen ja auch, dass die Teufelsfrucht Seele dann, wenn der Nutzer stirbt, in die nächstgelegene Frucht geht. Genau. Ist das vielleicht, guck mal, man kann ja auch davon ausgehen, dass es vielleicht zu jeder Teufelsfrucht damals ein, ich will nicht sagen Teufel, aber ein vom verlorenen Königreich, sagen wir, gab es eine Person, mit jeweils einer Kraft. Und es ist nur zufällig, dass wenn sie sterben, dass dann das in die nächste Frucht übergibt. Dass es vielleicht gar keinen richtigen Ursprung gab, sondern es gab übernatürliche Menschen, weißt du, was ich meine? Ja. Die vielleicht mit den Kräften geboren sind. Und dann ist sozusagen erst dieser Kreislauf entstanden mit Sterben in die nächste Frucht, Sterben in die nächste Frucht. Aber dass sie sonst gar nicht vielleicht irgendwo gewachsen sind. Dass es vielleicht übernatürliche, ich will nicht sagen Götter, aber so Teufelswesen vielleicht gab mit den Kräften. Ich weiß, sowas in der Art könnte ich mir auch noch vorstellen, dass sie vielleicht gar nicht irgendwann ursprünglich mal irgendwo waren und das vielleicht hatten die damals, also der erste Nutzer von einer Teufelskraft hatte letztendlich gar nicht die Wahl, die Frucht zu essen, weil der vielleicht damit geboren ist oder so, dass es vielleicht die vom verlorenen Königreich waren, diejenigen, weißt du? Ultra weit hergeholt, aber finde ich gar nicht so unweit, also wenn es halt so ein Volk gibt mit so Kräften und so und dann hat man halt... Vielleicht hat deswegen auch die Welt irgendwie ausgelöscht, weißt du? Ja, genau, und dann, wo der gestorben ist oder so, dass dann einfach irgendein Sherlock sich gedacht hat, okay, wir bündeln diese Kraft oder wir entziehen diese Kraft und dann ist halt so das Naheliegendste, okay, wir packen es in eine Frucht und wenn man sie isst, dann nimmt man sie auf, weil so mit den Essen, Aufnehmen der Kräfte ist ja sowas relativ Typisches und dann ist halt, ja, dann sind halt Früchte irgendwie am wahrscheinlichsten, weil es halt am logischsten ist. Ich meine, man nimmt ja jetzt kein Messer und packt da die Teufelsfrucht rein, aber Vegapunk hat ja zum Beispiel auch eine Teufelsfrucht in ein Schwert gepackt, so. Deswegen, also es ist aber halt... Vielleicht gab es ja... Also ich kann mir vorstellen, wenn es die vom Mond waren, sagen wir das verlorene Königreich, das waren Mondmenschen, die Birkers, die hatten damals alle diese Kräfte, diese übernatürlichen, sind dann irgendwann aber auf den blauen Planeten, den One-Piece-Planeten gewandert. Das ist jetzt alles weit hergeholt, Leute. Und dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass die Weltregierung die als zu gefährlich eingestuft hat und natürlich dann auf diesem Wasserplaneten hatten die natürlich dann Heimvorteil und konnten die dann mit den übernatürlichen Kräften sozusagen zerstören und die sind alle gestorben und so sind Teufelskräfte und Teufelsfrüchte auch dann entstanden und so haben sie sich verteilt. Also, ich weiß nicht, es ist jetzt weit hergeholt, aber
immerhin haben wir es hier mal gesagt. So, falls es dann mal in 20 Jahren aufgelöst wird, dann haben wir es hier jetzt mal angesprochen. Ne? Also, ja, das wäre noch eine Idee. Also, oder, der Ursprung ist halt ultra mysteriös. Also, da kann man halt. Es gibt ja auch Man kann wirklich in jede Richtung gehen. Also, Möglichkeit Nummer eins, weil ja halt auf Elbern und so weiter und so fort halt so Bäume existieren, die halt nicht natürlich sind. Möglichkeit Nummer eins, ein Baum, der schon so mäßig vor dem Menschen da war, dass es halt einen so weiten Ursprung hat. Möglichkeit Nummer zwei, eine Person, Imsama oder Fünf Weisen oder irgendwie so in die Richtung Personen, die schon sehr, sehr lange in der One Piece Welt existieren. Ja, und Möglichkeit Nummer drei, ein ganzes Volk, was damals mit Kräften ja rumhantiert hat und diese Kräfte dann einfach nach dem Tod hat man gesagt, okay, man packt sie da und da rein. Was auch die Argumentation bringen würde, warum manche Kräfte nicht existieren, obwohl es relativ naheliegend ist, weil ja jeder sagt ja, okay, es könnte noch die Teufelsfrucht geben oder noch die und es werden nicht alle davon drankommen. Und da kann man ja sagen, es sind einfach schon Leute gestorben, wo man die Kraft einfach nicht in irgendeine Frucht gebündelt hat danach seinen Tod, sondern halt nur von den Leuten nach einem bestimmten Ereignis oder nach einem bestimmten Zeitpunkt oder so, dass man es da ja vielleicht so gebündelt hat. Und dass das in der neuen Welt war und das auch der Grund ist, warum zum Beispiel in den einzelnen Blues, also im East Blue, West Blue, North Blue und South Blue, ist es ja so, dass Teufelsfrüchte voll der Mythos sind. Also wenn man da eine Teufelsfrucht hat, dann ist es ja voll krass, so viele Leute wissen gar nicht von der Existenz von Teufelsfrüchten und so weiter und so fort. Und dass dann die Chance, dass die halt dahin kommen, voll gering ist, weil halt das ganze Volk von denen das dann kommt, weil man jetzt nach der Theorie geht, halt in der neuen Welt ist so. Deswegen, man kann es schon so argumentieren. Es ist halt, also es, ich würde zu 99% sagen, dass es halt nicht so ist, weil es ist halt, es ist sehr weit hergeholt, aber der Gedanke an sich finde ich cool. Und es gibt ja auch Toki, es gibt Gerüchten zufolge, wurde uns ja gesagt, ist sie schon mehrere hundert Jahre alt. Vielleicht ist sie ja noch eine aus dem verlorenen Königreich von den Dies und so. Und es, durch die Zeitfrucht kann sie natürlich zack, zack, einfach nach vorne springen. Und kommt vielleicht von den Tees. Und wenn sie vielleicht irgendwann auftaucht oder so und immer noch am Leben ist, weil es gibt nur Gerüchte, dass sie tot ist oder so, dass wir dann das vielleicht erklärt kriegen oder so, weil sie nun mal auch die Mutter von Momo ist. Also ja, Teufelsfrucht und die Devil und bla. Ja, stimmt. Sie heißt ja Toki. Vielleicht, also sagen wir die Theorie mit den Nutzern, also mit Teufelskraftnutzern, sie heißt ja wirklich Toki, also wirklich wie die Frucht, wie die Kraft selbst. Das ist eigentlich auch wieder eine Untermalung für die Theorie. Ey, die Theorie. Total, total. Eigentlich gar nicht so schlecht, aber sie. Podcast, Leute. Ausgedacht. Ich hab darüber noch nie irgendwas gehört, so. Das ist echt gerade in the making hier, Leute. Aber ich weiß nicht, es gibt ja auch ein Buch der Teufelsfrüchte. Das kann ich, da kann ich mir aber vorstellen, dass das einfach über Jahrzehnte Forschungsarbeit von Vegapunk gewesen ist. Dass der eventuell dadurch, dass einfach die Früchte studiert hat, einfach immer wieder und die Kräfte einfach über Laufe Jahrzehnte mitgekriegt hat und die Früchte einzeln vielleicht dokumentiert hat und Studien aufgestellt hat, keine Ahnung. Sowas in der Art kann ich mir vorstellen. Wenn das Buch aber wiederum auch aus dem Jahrhundertealter, aus dem verlorenen Königreich oder sonstiges eine Überlieferung ist und das einfach nur vielleicht. Ich weiß nicht, gibt es mehrere Bücher? Also Blackbeard hatte das ja. Ja, Shanks hatte es höchstwahrscheinlich auch. Sanji auch. Also ich weiß nicht, Sanjis Vater war nun mal mit Vegapunk am Zusammenarbeiten, deswegen liegt es nahe auch, ja, das aber Vegapunk Blackbeard allgemein. Ja, so, weil Blackbeard halt vor der Whitebeard-Zeit, also der, das ist ja auch noch so eine Sache, also der war ja schon vor der Whitebeard-Zeit, war klar, okay, ich möchte die Finsternisfrucht haben und deswegen gehe ich mit dem Whitebeard-Piraten, weil die Chance relativ hoch ist, dass jemand von da sie findet, so. Oder die Chance, dass man auf die Frucht trifft. Aber Blackbeard war davor halt so voll der unbedeutende Spaß, so. Und ich glaube, es ist halt gar nicht so leicht, an das Buch der Teufelsfrüchte zu kommen. Und so der Bezug von Blackbeard und Sanji ist halt enorm unwahrscheinlich, weil halt die Germa an sich extrem eigen war. Und man hat ja auch Blackbeard als Kind gesehen, wo er halt so, ja, eher so in ärmlichen Verhältnissen. Deswegen, das passt auch nicht so, dass die sich irgendwie mal zufällig über den Weg gelaufen sind. Obwohl, okay, die Germa hat ja auch in North Blue so voll viele Angriffe gehabt und so. Ja, es ist ultra weit hergeholt. Aber Buch der Teufelsfrüchte, ich glaube nicht, dass das Buch der Teufelsfrüchte eine Überlieferung so mäßig ist, also eine alte Ära einfach gesagt hat, hier, got it, obwohl es natürlich auch eine Möglichkeit da ist. Ich glaube eher, wie gesagt, sowas wie Vegapunk oder vielleicht auch irgendjemand von denen Vegapunk nochmal gelernt hat, so, weißt du, weil ich meine, das ist, Vegapunk ist einfach so ein Typ, der kann die Teufelsfrucht von Leuten in irgendwas reinpacken, ohne die Person zu töten, zum Beispiel Kizaru Laser in die Pazifista oder so. Der packt Teufelskräfte in Gegenstände rein und so. Der Typ ist extrem heavy, was das angeht, deswegen kann der auch einfach jedes Ereignis, was auf der Welt dokumentiert wird, klar zuordnen, ob das eine Teufelsfrucht ist und das wahrscheinlich dann auch einfach so zusammenkleistern, welche Fähigkeit zu welcher Frucht gehört und so. Ja. Ja, ja. Stimmt schon eigentlich. Ich,
Ich bin echt gehypt, ey, auf den großen Reveal, ob wir das überhaupt kriegen, aber das muss Oda auflösen irgendwann. Deswegen, wir haben so viele Sachen, die noch, also wir haben unendlich viele Sachen in One Piece, ne, die wir noch gelöst haben. Das ist eine, ich die größte Frage, also das damit wurde man ganz am Anfang von One Piece konfrontiert, so Teufelskräfte, das überkrasseste in One Piece, so, das ist so eine Frage, ich weiß nicht, da gibt es so viele Spekulationen und ich finde es auch immer wieder interessant, darüber zu reden und deswegen gibt es auch jetzt den Podcast. So, und jetzt können wir das zweite Fass aufmachen, wie Blackbeard es geschafft hat, zwei zu essen, was ja auch gerade das Ding ist, weil selbst die Gorosei haben nach dem Vorfall auf dem Reedford das gesagt, dass sie sowas noch nie erlebt haben. Selbst die Gorosei, die höchstwahrscheinlich auch schon Jahrhunderte da sitzen, weil gealtert sind die nicht. Wir haben den Vorfall auf Ohara damals gesehen, da sahen die gleich alt aus wie jetzt letztendlich. Das ist, glaube ich, auch schon 23 Jahre her oder so. Und die altern einfach nicht. Und wir wissen, was alleine zwei Jahre mit Sengoku gemacht haben, wie alt der auf einmal aussah. Deswegen, die haben das auch noch nicht erlebt in der ganzen Laufbahn. Also kennen die sich auch damit nicht. Also weiß nicht, ob die sich damit auskennen, aber das kennen sie auf jeden Fall nicht, das Geheimnis so. Und Blackbeard scheint ja wirklich genau aufgrund dessen auch die Finsternisfrucht gesucht zu haben. Erstmal hat ja jahrelang, der ist ja fast, also der ist ja, weiß ich nicht, bestimmt 10, 20 Jahre oder so bei Whitebeard mitgesegelt. 10 auf jeden Fall. 10 auf jeden Fall, würde ich auch sagen, aber genau kann man das zeitlich, glaube ich, gar nicht einordnen, aber ey, so lange mitgesegelt bei einer Crew, wo er eigentlich gar nicht sein will, es war ja alles nur sein Plan letztendlich, die Finsternisfrucht zu kriegen und vielleicht wirklich aus dem Grund, dass man mit der Finsternisfrucht andere Teufelskräfte auch aufnehmen kann und dann richtig die Kräfte auch kriegen kann, so, wir wissen zum Beispiel, dass die Finsternisfrucht bestes Konter ist gegen jede Teufelsfrucht und deswegen liegt es auch nahe, dass es an der Teufelsfrucht selbst liegt, dass man mehrere essen kann, beziehungsweise mehrere Kräfte kriegen kann, oder? Meinst du, ich finde so, das ist die Theorie, die ist am offensichtlichsten, aber vielleicht, also, ich würde es aber nicht so cool finden, wenn es stimmt. Also das, was dafür spricht, ist, Blackbeard hat erst, also wenn es Blackbeard möglich gewesen wäre, schon vorher zwei Teufelsfrüchte zu essen, warum er nicht schon vorher eine andere Frucht sich gesneakt hat, so weißt du? Weil er hat ja dann schon vorher irgendwann mal die Möglichkeit gehabt, so. Und ob er dann irgendwann gesagt hat, okay, ich möchte Whitebeards haben, aber das ist halt die Frage so, ob er dann nicht mal wenigstens versucht hat, Whitebeard irgendwie anzukratzen oder so, wo er noch auf dem Schiff war. Ich meine, er war jahrelang da, wir wissen, Whitebeard hing an Geräten, ob man eher so vergiftet mäßig und dann da schon mal die erste Frucht sneaken. Warum hat er das dann nicht irgendwie versucht, könnte man sagen, weil es gab keinen Zwischenfall bis auf den mit Fetch von Blackbeard, deswegen, also von dem wir wissen zumindest, und deswegen spricht das zumindest für die Finsternisfrucht. Was dagegen spricht, ist, was finde ich dagegen spricht, ist, dass Burgess zum einen versucht hat, auf Dressrosa eine Teufelsfrucht zu handeln und wenn es Blackbeard nur mit der Teufelsfrucht möglich ist, die Teufelsfrüchte auch direkt in irgendeine Frucht da zu packen, also es ist jetzt nicht bezogen auf zweite Teufelsfrucht essen, aber zumindest hat das eine ja auch mit den anderen zu tun, dass halt die Gura Gura no Mi nicht irgendwie verschwunden ist, sondern direkt auch da gelandet ist, weil Burgess war halt auf Dressrosa alleine. Das ist die eine Sache und die andere Sache, die mir gerade erst eingefallen ist, wenn das Buch der Teufelsfrüchte schon so lange existiert und wenn es auch schon logischerweise mehrere Leute gelesen haben, ein Sanji, höchstwahrscheinlich ein Shanks, ein Blackbeard und so weiter und so fort, um viele Leute Zugang dazu haben, da müsste das ja auch schon da drinnen gestanden haben, also Blackbeard hat es ja gelesen, aber da müssten das ja auch andere Leute gelesen haben und die Wahrscheinlichkeit ist doch enorm hoch, dass Imsama oder die Fünf Weisen früher oder später mal an so eine Information kommen würden. Also wenn jahrelang keine Information dazu durchdringt, obwohl zig Leute das Buch mal gelesen haben und dass da, also wenn da drinnen stehen würde, Finsternisfrucht, ach, man kann mehrere Früchte essen oder man kann zwei essen, so, dann ist es doch eigentlich relativ wahrscheinlich, dass sie davon Wind bekommen würden. Aber da sie es nicht haben, spricht das so ein bisschen dagegen. Vielleicht ist es so ganz kryptisch umschrieben oder sowas in dem Buch. Also sowas kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht derjenige ist, der darauf gekommen ist, so als Erster. Oder ja, stimmt, da wird nicht einfach drinnen stehen, so, ja, du kannst ein Zweiter essen. Stimmt auch wieder. Ja, weil es ist ja wirklich so, ich weiß nicht, es ist wirklich offensichtlich so, dass Blackbeard das alles geplant hat, wirklich. Also er hat geplant, die Finsternisfrucht, jahrelang hat er darauf gegeiert, hat sie bekommen und dann war sein Plan, starke Verbündete, das war alles geplant, jahrelang. Er hat sich das jahrelang immer in seinem Kopf durchgespielt alles und dann war die Chance da, hat er die Chance genutzt und hat dann auch, er wusste das auch, dass er wusste ja, er war ja selbstbewusst, er hat ja gesagt, er hat ja sogar noch gesagt, als das Laken über Whitebeard geschmissen wurde, falls es nicht klappt, lösen wir uns einfach auf. So hat er es gesagt, falls es nicht funktioniert. Also er wusste, dass es irgendwie funktioniert, aber hat es da auch erst das erste Mal ausprobiert. So.
Und dann hat es auch geklappt. Also ist es. Und da will ich wissen, wo hat er diese Info her? Also aus dem Buch liegt halt nahe, dass er das aus dem Buch hat. Aber stell mal vor, er hat es wirklich woanders noch her. Stell dir vor, er kann Pornoglyphen lesen. Und, ja, das macht keinen Sinn. Pornoglyphen steht nichts über Teufelsfrüchte. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ja, ey, stell also, mal vor, ey, das ist irgendwas Krasses. Also das heftig. Ding ist, ich man muss halt sagen, also Whitebeard ist halt einfach, man denkt das nicht, weil der halt immer so den ersten Schlag kassiert und der wirkt halt immer enorm so dümmlich mäßig und der wurde auch schon oft überrascht, beispielsweise von Whitebeards Power, obwohl er dann schon eigentlich so nah am Ende war, aber letztendlich ist der Typ fucking schlau so, weißt du, der hat ja auch geplant, den sieben Samurai beizutreten, obwohl sein Ziel ja auch nie war, lange in den sieben Samurai-Status zu bleiben, sondern nur das schnell für seine Zwecke auszunutzen und so, das heißt, der hat alles, ja. der Kollege hat einfach alles geplant, so weißt du, und der weiß auch, wann er nicht kämpfen soll, so Shanks Band und so, da meint er so, ja, wir sind noch nicht bereit. Akainu, als der Javelin Bonnie sich abgeholt hat, Akainu, hat er auch gesagt, Freunde, hier dampfen wir ab und so, weil er einfach wusste, es ist nicht schlau oder ohne Verluste komme ich hier nicht raus oder ich kann vielleicht gar nicht gewinnen oder so. Also der Typ, der weiß schon, was er macht, so. Das ist ein Genie, der weiß einfach genau. Genau, deswegen, also es ist die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben, dass er es nicht einfach stumpf nur gelesen hat. Gerade auch, weil dann eigentlich auch andere Leute davon Bescheid wissen müssten. So. Ja, denke ich auch. Also ich finde ihn so interessant. Man könnte auch nochmal einen eigenen Podcast über Blackbeard machen, komplett. Über auf seinen jeden. Plan, ja. Über das, was er noch vorhat. Also kann man vielleicht als nächstes sogar schon machen. Das ist einfach richtig interessant. Aber das ist ja nicht so schlecht. Das ist echt ein gutes Thema. Also, wie kann man zwei essen? Also, es gibt natürlich einmal die Theorie Finsternisfrucht, so, also, dass er es damit kann, so, und unter dem Laken, also, hat er dieses Laken darüber gemacht, höchstwahrscheinlich, damit es keiner sieht, so, das ist eine Idee, vielleicht ist aber auch die Idee, dass er einfach dies darüber macht, damit es dunkel ist, so, das ist jetzt ein bisschen dumm gesagt, aber damit es dunkel ist und damit die Finsternisfrucht sich da komplett ausbreiten kann, obwohl wir haben auch gesehen, das kann die auch so, deswegen ist es eigentlich unnötig. Ich glaube, einfach um Verwirrung zu stiften, so damit die, ja. Damit halt, weil er also wusste, glaub, so wollte, die Weltregierung, die ganze Welt hat ja zugeschaut, so deswegen. Hat er auch gesagt, die ganze Welt schaut zu und bla und jetzt geht's ab hier, die Show und so, das hat die Welt noch nicht gesehen, er hat das selber so auch ausgedacht, das ist so krass eigentlich, wie heftig das ist, so, dann gibt's auch die Idee mit dem Dolch, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja, das er hat ja auch. Mit dem Dolch Thatch oder so, da war dieser Dolch auch schon anwesend. Dann war mehr oder weniger so ein Dolch auch bei Burgess, als er auf Sabo gesprungen ist und so. Und eventuell ist unter dem Laken oder dem schwarzen Tuch auch dieser Dolch dann rausgekommen. Und damit, was macht man mit dem? Ist dieser Dolch eventuell aus diesem legendären Sake-Metall, was sie ja auch, also das Sake-Metall, Sake-Eisen, das haben wir ganz kurz, wurde das mal angeteased nach Dressrosa. Das ist mehr oder weniger, die Waffen aus Dressrosa wurden von den Revos gesichert. Und zwar sind die aus einem bestimmten Metall, aus Sake-Eisen. Und dieses Sake-Eisen gibt es nur in ganz bestimmten Ländern. Das kann man da abbauen. So hat Koala das, glaube ich, gesagt. Ich habe gestern ein Video darüber gemacht. Deswegen. Und dann kam ja auch Blackbeard und hat sich höchstwahrscheinlich dann das unter den Nagel gerissen. Also eventuell war dieser Dolch dann aus diesem Sake-Metall vielleicht. Und damit kann man eventuell Teufelsfrüchte, Teufelskräfte aus Körpern rausschneiden. Es gibt ja auch eine Theorie, dass Blackbeard das Herz rausgeschnitten haben soll und gefressen haben soll unter dem Laken. Also das finde ich ein bisschen absurd, ein bisschen zu simpel und komisch gedacht. Glaube ich nicht, glaube ich auch nicht. So, dann, ich weiß nicht, was hältst du von dem Dolch? Also Ich glaube nicht mit dem Dolch, ich glaube da nicht dran, weil... Ich auch nicht. Also zum einen, wenn er so der Whitebeards Herz gegessen hätte, dann hätte man auch irgendwie sehen müssen, dass er irgendwie Blut am... also der Körper von Whitebeard der Körper von Whitebeard sah einfach fucking genauso aus wie vorher. Also da hat sich nichts dran geändert. Der stand noch genauso, da war nichts von tiefen Schnitt zu sehen. Klar, theoretisch durch das Loch von Akainu. Nee, das glaube ich nicht. Also... Mit dem Dolch, ich glaube, das ist einfach so die Symbolik, weil halt der Blackbeard, der damals Fetch getötet hat, noch keine Teufelsfrucht hatte und deswegen ist halt einfach naheliegend, Fetch einfach so abzustechen. Also das ist halt so das Naheliegendste, weil er kann ja auch nicht auf dem Schiff einfach so rumballern, er kann ja keine Pistole ziehen und da einfach mal rumballern, weil das wäre halt ultra auffällig und die leiseste Waffe im Piratenzeitalter ist halt einfach ein Messer, so wenn du keine Teufelsfrucht hast, deswegen... Ich glaube, das ist einfach mehr so ein symbolischer Charakter. Und Burgess hat ja höchstwahrscheinlich auch noch keine Teufelsfrucht so. Und deswegen, dass er da sneaky Sabo auch mit einem Messer angegriffen hat, ist auch relativ naheliegend. Also finde ich jetzt auch nicht so mega abwegig. Zumal es ja eigentlich auch so, ja. Es ist auch das Ding, das glaube ich jetzt, was auch immer ein Irrtum war, ein Irrglaube, dass
diesen Angriff mit dem Messer, mit dem Dolch, hat, also gegenüber Thatch, hat man, glaube ich, nur im Anime gesehen. Ist auch noch wieder so ein Ding. Ja, kann sein. Deswegen habe ich also, jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ja, aber ich weiß es aber nicht genau. Kann auch sein, dass es im Manga war. Ja, auf jeden Fall. Würde ich sagen, dann Cerberus. Ja, oder? Wollen wir das doch kurz ansprechen? Cerberus, also, ja, dass Cerberus, haben wir letztes Mal schon angesprochen im Podcast, dass er halt, wie gesagt, auch aufgrund seines Jolly Rogers, Blackbeard hat ja diesen dreiköpfigen Höllenhund, diesen Cerberus als Jolly Roger Zeichen, dass er vor der Frucht, vor der Finsternisfrucht schon diese Cerberus-Frucht hatte und dann drei Köpfe sozusagen hat in dieser Zoan-Cerberus-mystischen Höllenhund-Form und dann mit dem einen Kopf die Finsternisfrucht gegessen hat, mit dem anderen Kopf, und jeder Kopf hat halt eine eigene Seele sozusagen, kann eine eigene Seele mit aufnehmen, und das ist letztendlich der Clou, dass er eigentlich jahrelang schon immer diese Cerberus-Frucht hatte und dass deswegen auch Marco meinte, dass sein Körper eigentlich nicht normal sei, so vielleicht deswegen, und dass er dann mit dem zweiten Kopf, und er wollte seine Identität halt nicht enthüllen, unter dem Laken sich schnell den anderen Kopf irgendwie aus so technischen Gründen, wollte es nicht da irgendwie revealen, hat er dann den zweiten Kopf aus seinem Körper kommen lassen, Cerberus, den Höllenhundkopf, hat dann irgendwie da die Frucht konsumiert mit der Finsternisfrucht noch und ja, kann halt aufgrund der Cerberusfrucht drei Früchte haben, so drei Kräfte. Ich weiß nicht, also letztendlich hat er dann trotzdem nur eine Seele, und die Seele, die ist, würde ich sagen, dass die Teufelsfrucht-Seele in dem Körper kämpft und dass dann der Körper irgendwie explodiert, aber ich glaube, die Cerberusfrucht, ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, ich finde eigentlich den Gedanken ganz cool, aber ist halt echt unrealistisch. Was denkst du? Also damals fand ich, war die Theorie mit einer der geilsten, weil es halt einfach so... Ich auch, ich also war voll hin und weg. Auf jeden Fall, wo so nach Marineford, wo das war, da war halt so natürlich alles voller Theorien und so, ganz klar. Und auch gerade so diese, also man hat sich halt so darauf gestützt, was Marco gesagt hat, dass er halt gesagt hat, so Blackbeards Körper ist nicht normal, und man darf nicht vergessen, Blackbeard war schon jahrelang in der Whitebeard Crew und Marco war so mit das erste Mitglied in der Whitebeard Piratenbande. Das habe ich gerade Marco Crew gesagt, also in der Blackbeard, in der Whitebeard Crew, so, ist ja auch egal, jedenfalls ihr wisst, was ich meine, die waren schon jahrelang zusammen und man hat ja auch schon in Flashbacks gesehen, dass die auch zum Teil zusammen gekämpft haben, und da ist halt die Möglichkeit gegeben, dass es mal irgendwann eine Situation gab, wo Blackbeard in eine bremsliche Situation kam und seine Kraft irgendwie so leicht zumindest geteased hat, in irgendeiner Weise, und dann Marco, ja, das gesehen hat oder so, dass er das dadurch weiß, also auf jeden Fall, die haben jahrelang zusammen gechillt. Und ja, und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass viele Früchte haben ja einen permanenten Nachteil, beispielsweise bei Magellan ist es ja so, dass der zum Beispiel immer Schwierigkeiten hat, weil er durch diese Giftaktion da, dass der halt die ganze Zeit Magenprobleme hat oder so. Und das gibt es ja bei mehreren Teufelsfrüchten, dass die halt irgendwie so einen Nachteil daraus ziehen. Und vielleicht hat Blackbeard auch irgendeine Eigenschaft, die halt durch diese drei Seelen, dass das halt auch irgendwie bei ihnen noch zum Vorschein kommt und dass das auch bei ihnen so ein Nachteil ist. Und vielleicht hat das Marco auch gesehen, dass er halt ihn begründeten lässt, warum sein Körper nicht normal ist. Also die Theorie ist nicht so unwahrscheinlich, wie man denkt eigentlich. Ja, finde ich auch. So, dann noch, dass allgemein Leute mit einem Die im Namen, beziehungsweise die Nachfahren der Dies, dass die einfach mehrere Teufelsfrüchte essen können, oder dass das Die für Devil steht und sie auch Teufelsfrüchte so. Ah, ich weiß nicht, finde ich nicht so gut, weil, ja, weiß ich nicht, es wissen, ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute vielleicht immer noch gibt, die nicht wissen, dass sie Nachfahre der Dies sind und so, und das dann, ich weiß nicht, das dann so zu begründen, dass die das können, und ich weiß nicht, finde ich schlecht, die Theorie. Ja, ich finde, also an sich fände ich es nicht schlecht, wenn der Hauptcharakter kein Die wäre, weißt du? Weil dadurch, dass Ruffy halt ein Die ist, ich meine, wenn man angenommen, nächstes Chapter würde von irgendjemand der Reveal kommen, alle, die ein Die haben, können zwei Teufelsfrüchte essen, statt nur einer, so. Direkt würde man sich fragen, okay, was ist dann zum Beispiel mit Dragon, wenn er nur eine Kraft zeigt, dann hat er doch bestimmt noch eine zweite oder so, der weiß doch so viel und bla bla bla. So, dann würde man sich bei Gold Roger auch direkt so die Gedanken machen, und auch so Ruffy wäre irgendwie so, also man denkt sich dann so, ah okay, wenn alle Stricke reißen, dann ist Ruffy halt noch eine Teufelsfrucht, so weißt du, deswegen, ja. Also ich finde es nicht so abwegig, oder ich verstehe, warum die Leute den Gedanken haben, glaube es aber nicht. Glaube ich auch nicht. So, lass uns zum großen nächsten Thema kommen. Wie gesagt, Leute, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ne, bezüglich den einzelnen Themen. Wir gucken da auch gerne rein, und ich gucke da auch zu rein. Lass uns mal reden über Teufelsfrüchte, wo wir höchstwahrscheinlich noch vermuten, dass es sie geben wird. Da haben wir auch schon Videos zu gemacht. Und das ist halt immer ein bisschen schwer zu sagen, was für Früchte, weil oder kann sich theoretisch alles noch irgendwo herziehen, herleiten. Und wenn man allgemein mal so aus
popkulturellen Werken wie irgendwelche Superhelden, Marvel oder X-Men Sachen geguckt, so was es noch für Superkräfte geben kann oder aus anderen Animes, einfach aus anderen Superpower-Animes, dann kann man auch das eigentlich mit einer Teufelsfrucht begründen in der One-Piece-Welt. Aber wir sehen auch, das ist, also Paramecia-Früchte gerade haben sind so, die variieren so von den verschiedenen Fähigkeiten. Da kann er wirklich alles, also es gibt ja wirklich alles. Also ich habe ja mal ein Video gemacht, 180 Teufelsfrüchte insgesamt oder so. Es gibt jetzt schon bestimmt 190 oder so. Und wenn man die ganzen Smile und so noch dazu zählt, also wir kommen echt auf die 200 Teufelsfrüchte zu jetzt schon. Und ich weiß nicht, gefühlt, es gibt noch so Hauptelemente, sowas wie Pflanzenmäßiges oder so, oder Wind und so gibt's noch nicht, also so diese Standarddinger. Deswegen glaube ich, dass es solche Sachen auf jeden Fall noch geben wird. Denn sowas wie Glas kann ich mir vorstellen. Ja, so pure Säurelogia, stimmt, ja. Die kann es auf jeden Fall noch geben. Holz. Damals immer. Ja. Weißt du noch? Stimmt. Ach ja, weil sie so gesabbert hat. Ja, genau. So ein Sabberpunkt, der ein bisschen gedampft hat. Direkt, oh, Säurelogia, kein Zweifel. Säurelogia, schon safe. Ja. Ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich find's cool. Also ich finde allgemein immer den Gedanken so, es kann jederzeit jemand auftauchen, so. Boah, Wasser. Meinst du, es kann eine Wasserlogia geben? In der Theorie müsste es das geben, weil es eigentlich so gesehen ja schon eine Wasserfrucht gibt durch die Schnee und durch die Eisfrucht, weil es einfach nur ein anderer Aggregatzustand ist als Wasser. Aber es ist ja Wasser eigentlich. Letztendlich so. Deswegen, eigentlich müsste es das geben, weil es gibt schon zwei Wasserfrüchte. Also wie gesagt, Eis oder Schnee ist Wasser, nur in einem anderen Aggregatzustand und zwar fest. So, Nebel wäre in dem Form gasförmig und Wasser halt logischerweise flüssig. Deswegen in der Theorie müsste es das geben. In der Praxis glaube ich aber irgendwie nicht, dass. Also es wäre halt ultra strange, wenn da jemand mit einer Wasserfrucht um die Ecke kommen würde und dann. Ja, also es wäre strange, aber ich glaube schon dran. Klar, Grundelemente, Wind geht man ja ein bisschen bei Dragon in die Richtung, Säure ist noch eine Möglichkeit. Dann auf jeden Fall, was auch im Wano Kuni definitiv immer mehr eine Rolle spielt, sind antike Teufelsfrüchte. Man kann jeden Dinosaurier und jedes Urzeitmonster, was so vielleicht auch einfach so in dieser Mammutzeit, sprich Säbelzahntiger und so weiter und so fort, also da kann man halt alles abdecken. Ganz klar. Und da jetzt auch so dieser Rahmen gesprengt ist mit Zeit und Pipapo, kann man halt auch bei Paramecia legit alles machen. Also wirklich alles. Alles. Und dann, Paramecia braucht man nicht groß überlegen. Ich glaube, Zoan kommen jetzt, kommen halt jetzt so ein bisschen die Antiken und noch vielleicht ein, zwei mystische. Gerade mystische Kreaturen haben wir auch hier eine ganz neue Bandbreite bekommen, weil man hat erst so gesehen, okay, Buddha von Sengoku und den Phönix von Marco, das waren so diese klassischen mystischen Früchte. Aber wenn man jetzt dann zum Beispiel sieht von, jetzt fällt mir der Name gerade nicht. Katharina Devon? Yep. perfektes Team. Dann sieht man halt, wie krass dieser Rahmen eigentlich ist von mystischen Teufelsfrüchten. Man dachte halt so Phönix, Drache, Buddha, okay, that's it, so something. Aber wenn man jetzt so die Früchte sieht, dann weiß man schon, okay, es gibt alles. Also jetzt kann wirklich jede mystische Kreatur aus jeder Sage, aus jeder Mythologie. Das ist das Ding, so, weißt du, es kommt jetzt noch fucking neunschwänziger Fuchs, also Kubi-Frucht, also wie krass ist das? Also, wenn man da kann mal gerade schaut, in der griechischen Mythologie, als auch in der nordischen Mythologie, gibt es 1000 magische Wesen, die man irgendwie umsetzen kann. Ja, stimmt, da ja auch noch, also nordische Mythologie, oh mein Gott, ey, da bin ich auch, bin ich gehypt drauf, also wenn Elbern wirklich so dieser Wikinger-nordische Arc wird, also ist ja offensichtlich, dass es so wird, Leute, also man muss sich ja nur das Design so angucken, wie jetzt zum Beispiel auch der Wano Kuni Arc so dieses Japan-Setting ist und so, und auch die Früchte da, zum Beispiel von Orochi mit seiner neunköpfigen Drachenschlangen, was ist das nochmal, auch so eine, Hydra, wie heißt die Frucht? Ja, es ist so auch aus einer japanischen Mythologie. Ja. Yamata no Orochi, ich glaube, so heißt die Frucht, beziehungsweise dieses mystische Wesen. Ich weiß nicht, auch der Drache von Kaido, also das ist so krass, diese Drachenform, ne? Also da bin ich auf die Hybridform gespannt. Allgemein Logia-Früchte, wir wussten ja, dass das jetzt so der Zoan-Arc wird, aber dass das so geil wird, also jetzt so von Kaidos Frucht, also dass er wirklich die Drachenfrucht hat, ich finde es. Das ist so ein Reveal, das haben wir schon alle so einfach runtergeschluckt so und einfach so abgestempelt, aber wie krass ist das eigentlich? Also er ist einfach ein Drache und der in der Hybridform, also da ist wirklich alles aus. Ciao und tschüss, sag ich da nur. Auf jeden Fall. Genau. Was jetzt noch vielleicht eine mystische sein kann, ist ja von Karasu, weißt du, von den einen Revo. Oder? Du hast ja letztens ein Video gemacht, ich habe mir das nicht angeguckt, aber hast das auch erwähnt, weil es ist ja keine klassische Zoan-Frucht, ne? Ja. Es ist ja wirklich
Also was ich habe, es ist keine Suan-Frucht, weil er ja die Krähen beschwört, aber sich selbst quasi aus mehreren Krähen zusammensetzt. Deswegen könnte man auch auf eine Paramecia-Frucht gehen. In der Theorie kann man das machen, weil es auch, also Paramecia-Früchte, die mit Tieren irgendwie interagieren, sind ja auch möglich. Aber, also ich glaube irgendwie ein bisschen Paramecia, aber man hat halt diese Zweierkrähe gehabt. Weißt du, diese Krähe, die Sabo getragen hat. Und das waren ja zwei Krähen, aber mit zwei Flügeln. Also nicht mit vier Flügeln, die einfach nebeneinander fliegen, sondern wie soll man sagen, halt eine Krähe mit zwei Flügeln, aber mit zwei Köpfen auch so. Und das ist halt, also deswegen, das geht schon irgendwie so in die mystische Richtung. Und hier ist ja auch wieder die Möglichkeit, jede mystische Teufelsfrucht hat ja eine Fähigkeit. Sabo kann heilen, Marco kann heilen, und Sengoku hat ja diese Schockwellen, die vielleicht so in diese Buddha-Richtung gehen, und alle haben halt Fähigkeiten, und wenn es dann eine mystische Kreatur gibt, die auf diesen Raben basiert, dann kann der höchstwahrscheinlich in dieser Fähigkeit dann andere Raben beschwören, obviously, so, und deswegen, mystische Soan ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, klar. Es gibt da auch, ich habe da mal auch in einem Streamer geguckt, es gibt da auch eine, was passen würde, und das ist dieser Tenguyama. Das ist auch so ein Wesen, mehr oder weniger, was auch tritt auch überall auf in letzter Zeit. Es gibt schon so ein, also Tenguyama gibt es jetzt auch schon bei One Piece, so ein Typen, der ganz am Anfang, dieser Schwertschmied, Hitetsu, der ist auch an so einen Tengu angelehnt. Auf jeden Fall, diese Tengu-Hainis sind so Dämonen irgendwie aus der japanischen Sage, die haben auch so krähenartige Flügel und können wohl Krähen auch irgendwie beschwören oder so. Eventuell hat er so eine Tengu-Frucht oder so, aber ich finde auch, es ist so eine Soan-Frucht, eine klassische Soan-Frucht auf keinen Fall. Er kann diese beschwören, er sagt sogar, greift an und so. Die können aber auch zu ihm, er kann sich auflösen in Krähen. Das ist echt random, aber ich finde es echt nice. Die Frucht und welche wird es noch geben? Wie gesagt, also Soan-mäßig kann Oda sich alles aus dem Arsch ziehen, haben wir gerade gesagt. Paramecia technisch auch. Logia, ich weiß nicht. Logia technisch ist irgendwann der Laden dicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich Logia technisch gar nicht so begeistert bin, jetzt auch gerade nach dem Timeskip mit Haki. So, es wurde zwar immer so als stärkste Teufelsfrucht-Art betitelt, also die seltenste aller Teufelsfrucht-Arten, also die Teufelsfrüchte, die am seltensten von der Art her auftreten, sind halt die mystischen Soan-Früchte. Und danach kommen die Logia-Früchte. Und ich weiß nicht, natürlich sind sie stark so, weil Nicht-Haki-Nutzer, aber ich denke, dieses allgemein in der neuen Welt jetzt, dass man mit Nicht-Haki-Nutzern noch rechnen muss und deswegen das so gut ist, eine Logia-Frucht zu haben, ist, glaube ich, eh schwachsinnig, weil in der neuen Welt kann jeder Lappen kann da irgendwie Haki, haben wir auch gesehen auf Dressrosa. Und deswegen eine Logia-Frucht ist natürlich sonst so noch ganz geil, aber ich sag mal so. Also die sind immer, ich weiß noch, nicht. Ich finde Logia-Früchte, klar, die haben so ihren Spirit irgendwo verloren, aber die sind halt immer noch krass. Also gerade, also ich glaube halt, Logia-Früchte sind auch ein extrem zweischneidiges Schwert, weil man sagt immer, okay, Paramecia können variieren zwischen komplett overpowered, siehe Whitebeard oder so, und komplett scheiße, siehe 20 andere Charaktere, die halt so komplett gestraft sind, so. Aber bei Logia, finde ich, gibt es diese Kluft genauso. Wenn man mal die Logia-Frucht von Karibu sieht oder von Smoker, sorry Leute, aber auch ein Smoker, der letztendlich nur seine Angriffsfläche erhöht und seine Fäuste mit Rauch losschießt, das ist auch nichts im Vergleich. Aber wenn man dann so andere Logia-Früchte hat, wie zum Beispiel von Kusan oder von Nakainu oder so, dann finde ich, sind die schon enorm stark. Und da gibt es genauso eine große Kluft, wo ich sage, die sind immer noch enorm overpowered, weil wenn man jetzt mal sieht, Oda hat ja jetzt auch bestätigt, dass die Zerstörungskraft von Akainu mit der Teufelsfrucht so die größte in One Piece ist. Deswegen, also man sollte sie nicht unterschätzen, aber klar, sie haben so irgendwie diesen Spirit von vorher verloren. Ja, denke ich auch. Also ich überlege mir immer noch so, natürlich, Ruffy kann sie jetzt verletzen. Also er kann mit seiner Haki-Faust, theoretisch, wenn sein Haki größer ist, kann er mal Akainu, kann er ja durch den Akainu durchprügeln, so. Aber das hindert ihn ja nicht daran, da hat er trotzdem theoretisch die Hitze, so. Also er hat ja trotzdem dann diese heiße Magma-Kacke berührt, so. Er kann zwar ihn verletzen, aber hat dann trotzdem, so wie es bei Magellan letztendlich war, drauf geschissen, so. Und deswegen, Magellan hat ja Paramecia, was eigentlich in seinem Fall, also eigentlich ist er so eine, ich sag mal, fast Element-Paramecia, was ja auch Katakuri hatte fast schon, ist eigentlich besser als so eine in Logia, so, weißt du, weil, ich weiß nicht, also bei Katakuri war das auch so komisch. Er hat da reingeschlagen und Katakuri hat sich innerhalb dieses Mochis bewegt und wurde so dann nicht getroffen. Der kann, konnte ja auch seinen ganzen Körper verformen, ne?
Der kann, ja, der er konnte ja so dann nicht Körper getroffen werden. Es war ja, einfach, es war besser als eine Logia. Also wenn du das beherrschst, ist es besser und effektiver als eine Logia, weil du kannst einfach nicht getroffen werden. Bei einer Logia bist du halt das Element. Und selbst wenn du so sich zum riesen Magma-Heini machst, so, dann bist du halt trotzdem, wenn du getroffen wirst, an der Seite von diesem Magma, bist du halt getroffen. So. Du bist halt kein, wie wir es auch bei Magellan gesehen haben, der ist ja auch in diesem Säure-Ding hin und her geslidet, so, weißt du, so rumgerutscht, sag ich mal, so rutschbahnmäßig. Und es ist einfach, ich weiß also, nicht, das ist einfach noch gefährlicher. Ja, Ruffy musste ja auch da quasi das Wachs als Vorlauf benutzen. Also er hat durch das Wachs quasi geschlagen, um da irgendwie einen Treffer landen zu können. Das auf der einen Seite quasi. Auf der anderen Seite muss man sagen, sowas wie Katakuri, ja, ist besser, aber halt auch nur, wenn du halt so ein Ultra-Observationshaki hast, weil das, ja, das ist ja quasi der Clou daran, dass er seinen Körper verformt, weil er weiß, wo er getroffen wird und dann halt seinen Körper dementsprechend verformt. Das heißt, wenn du da ein schlechter oder nur ein normaler Observationshaki-Nutzer bist, dann funktioniert das nicht so, aber an sich auf jeden Fall. Also, ich finde, an sich haben jetzt einfach Leute, es, also in der neuen Welt schaffen es Leute aus Teufelsrücken, die nicht so viel versprechen, Schein, Keksfrucht, Mochi-Frucht und so weiter und so fort, trotzdem extrem krasse Sachen zu machen. So. Und das ist halt so der, dieser Spirit der, der neuen Welt einfach. Und das finde ich cool, weil davor war es halt einfach so, du hast halt diese Leute, die durch ihre Teufelsfrucht enorme Ficker waren und dann musste man halt Ruffy irgendwas geben, damit er dagegen ankommt. Beispielsweise gegen Crocodile, dass man mit Wasser trotzdem ihn angreifen kann und gegen Enel, dass man halt, das halt aus Gummi ist. So. Und das hat man jetzt halt in der neuen Welt nicht mehr. Das ist halt eigentlich das, was es auch so geil macht. Ja, aber das Ding ist, guck mal, ich überlege immer noch, er hat ja, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir, ein Akainu schlägt, so nehmen wir mal Akainu, dann tut es doch trotzdem weh, oder nicht? Total. Du triffst ihn zwar, aber du hast halt trotzdem diesen Magma berührt, so, weißt du, was ich meine? Deswegen. Das Problem hat man ja eigentlich auch ist bei Logia immer noch so, krass. Kriegst ja trotzdem Elektroschock, ja. Oder bei Kusan, du wirst halt eingefroren. Und wir haben ja bei Kusan auf Punk Hazard gesehen, wie schnell dieses Eis sich verbreitet, so. Also, wo ja, Doflamingo den Schlag krass gemacht hat, deswegen direkt in einer Millisekunde eingefroren. Das heißt, bei vielen Logia-Nutzern würdest du dich quasi selbst in die Bredouille bringen, auch ein Karibu, schlechtes Beispiel, aber theoretisch, wenn du den schlägst, selbst mit Haki, der hat ja so ein bodenloses Loch, wo er quasi unbegrenzt mäßig viel aufnehmen kann, da würde die Hand auch drin verschwinden. Also es gibt genug Leute, die das ausnutzen können. Die einzige Frucht, wo das halt nicht funktioniert, ist zum Beispiel die von Smoker, so, weil ja, dann wirst du halt vom Rauch getroffen. Shit happens so, aber passiert aua gar nichts. So, ja. Deswegen, ja. Das ist halt echt das Ding, ey. Ja. So, ein weiteres Thema. Zu unseren Kategorien, oder? Oder? Ja, genau. Ich habe danach noch was Knackiges, so was man noch besprechen kann auf jeden Fall, bezüglich okay Teufelsfrüchte. Aber lass uns mal zu Kategorien kommen. Und zwar deine drei Lieblingsteufelsfrüchte. Sag mal die erste und dann fange ich, dann sag ich die nächste, meine erste. Okay, also ich habe als erstes, also die erste, die ich tatsächlich aufgeschrieben habe, hast du auch. Deswegen nehme ich mal meine zweite erstmal. Nee, komm. Okay, die erste habe ich, ich hab ein bisschen hast du sneaky gemacht? Ich habe ein bisschen sticky gemacht. Ja. Okay, also die erste Frucht ist die von Whitebeard. Darstellungsweise 10 out of 10. Die Bebenfrucht an sich, finde ich, ist vom Gedanken her eigentlich so, ja, ist an, vom Gedanken her jetzt nicht so ultra kreativ. So, er kann Beben erzeugen, logischerweise auch Seebeben, dadurch Tsunami und so. So weit, so normal. Aber ich finde, das, was die Teufelsfrucht so zu meiner, einem meiner Lieblingsfrüchte macht, ist auf der einen Seite natürlich die Stärke, aber auf der anderen Seite diese Darstellungsweise, diese Risse in der Luft, die sehen einfach fucking legit aus. Und dann zum Beispiel, dass man die Luft greifen kann und so, das ist, also, ich weiß nicht, einfach diese Darstellung. Ja, diese Darstellungsweise killt es einfach komplett, weil ich finde, jetzt hört sich doof an, aber in so einem fiktiven Werk kommt es einfach sehr, sehr stark darauf an, wie etwas präsentiert wird. Und ich finde, die Präsentationsweise dieser Teufelsfrucht ist einfach so geil, dass es enorm gut passt. Also viele Teufelsfrüchte leben halt einfach davon, dass sie von der Darstellungsweise enorm krass sind. Deswegen macht man es ja zum Beispiel auch so, dass wenn ein Mihawk mit einem Schwert schlägt, was jetzt an sich nicht so spannend wirkt, man aber auf einmal einen grünen Slash da reinmacht und auf einmal wirkt es fucking episch. Und deswegen wirkt zum Beispiel auch die Bebenfrucht enorm episch, weil man könnte ja auch einfach keine Animation machen. Der schlägt zwar in die Luft und dann kommt ein genauso großer Tsunami und man hat halt nicht diese Risse. Und dann wäre es nicht meine Lieblingsfrucht so mäßig, aber dadurch, dass es halt die Risse gibt, finde ich es geil. Ah, ich habe es nicht genommen, ey. Ohne Witz, aber du hast eigentlich recht. Also,
Wenn ich jetzt die drei stärksten und die krassesten so, dann hätte ich die auf jeden Fall. Also die ist, ich ja, finde die auch richtig geil. Es ist nicht ohne Grund. Aber das ist auch so meine Lieblingsfrucht irgendwie mit. Es ist die stärkste Paramecia-Frucht auch, also mit der größten Zerstörungskraft. Und ey, ich finde auch im Anime auch gerade, wenn dieses Greifgeräusch kommt, dieses weißt du, wenn er die Luft packt, Alter, das ist einfach geil. Einfach richtig Hammer. Und ja, da bin ich gespannt, wie das Erwachen aussieht. Also beziehungsweise wie das Erwachen von so einer Paramecia aussehen soll. Also weil es ist nicht so, dass Paramecia... Ja, obwohl, vielleicht ist es bei der Paramecia so, wenn du sie erwachst, dass du einfach dann, ohne irgendwie zu schlagen oder so, sondern einfach durch Konzentrieren oder so, dass die ganze Umgebung bebt, einfach nur so, durch deine Konzentration oder durch die Aura oder, weißt du was, das sind alles einfach so bebt komplett und dass du gar nicht so einen punktuellen Schlag ausführen musst. Vielleicht ist es so, weil Paramecia Erwachen haben wir halt das von Doflamingo als Beispiel und das war halt Umgebung, aber zum Erwachen kommen wir auch noch am Ende. Meine Teufelfrucht, die ich mit reingenommen habe, ist einfach die von Ruffy. Es ist so lame eigentlich, Leute, aber ich finde, die Gum-Gum-Frucht ist einfach so vielfältig, beziehungsweise eigentlich auf dem Blatt Papier nicht, aber was wir damit erlebt haben so, und was Ruffy daraus macht und was eigentlich theoretisch dann ja auch mit einer Trend-Trend-Frucht oder mit einer x-beliebigen anderen Frucht auch alles möglich wäre, das zeigt mir einfach die Gum-Gum-Frucht, was allgemein mit der Teufelfrucht möglich ist. Vielleicht ist auch nicht mit jeder Frucht so viel möglich, weil es ist ja eigentlich, dass Ruffy zu Gummi wird, aber meiner Meinung nach hat er dadurch... Eigentlich ist es die Körperfrucht, so, weil er kann einfach seinen Körper damit, kann theoretisch jeder sein Blut so in Wallung bringen, dass er Gear 2 dampft, also wie wir es bei Whitebeard auch gesehen haben am Ende, kannst du dich daran erinnern, wo so Gear 2 gedampft hat, wo so Rage-mäßig auf Blackbeard gelaufen ist, ist es auch sowas gewesen, so Blut kommt in Wallung und er dampft und wird rot, so Gear 2, oder ist es wirklich nur mit Ruffys Frucht möglich, weil... Ich weiß nicht, es ist schwer auseinanderzuhalten. So. Also natürlich, dass er seine Faust aufbläst und sein, so, dass er sich Gear 3 so groß machen kann und alles und auch so sich verformen kann in wie Gear 4 und so. Das ist natürlich alles aufgrund der Frucht, aber so ein Gear 2 ist, glaube ich, hat nichts mit der Frucht zu tun, oder? Eigentlich ja schon irgendwo, weil ja auch die Gefäße bzw. die Organe auch aus Gummi bestehen. Dementsprechend. Das ist aber biologisch hier. Ja, und ja, ist halt so. Und dann, also, dass halt die Organe mehr aushalten bzw. strapazierfähiger sind, weil sie halt selbst irgendwo aus Gummi bestehen, aber immer noch dieselbe Funktion haben. Deswegen, es ist biologisch theoretisch schon erklärbar. Also, ich glaube jetzt nicht, dass so ein Buggy um die Ecke kommt und auf einmal ein Gear 2 raushaut. Aber. Ja, ich finde, also die Gum-Gum-Frucht ist halt 10 out of 10, weil wenn man so die East Blue Saga mäßig sieht und dann denkt man sich so, was will man eigentlich auch daraus machen? So, er schlägt halt mit einem langgezogenen Arm so und ja, oder tritt halt damit. Ja. Und dann kommt auf einmal dieser Kampf gegen Bruno, er bringt da seine Zirkulation auf Vordermann und knallt ihn da weg und dann denkt man sich so, okay. Und dann pustet er auf einmal Luft in die Knochen und macht so ein Gear 3 und dann denkt man sich, okay. So, und dann kommt einfach immer mehr und dann kommt ein Gear 4 und so weiter. Deswegen ist es einfach geil, was man daraus gemacht hat. Also im jetzigen Stand kann ich das auf jeden Fall verstehen, wenn man jetzt so damals vor 20 Jahren geguckt hätte, wie es da noch aussah, so zu Anfang, da hätte man sich so gedacht, ja, irgendwie nicht so. Aber auf jeden Fall ist eine geile Frucht. Denke ich auch. Also ich glaube auch, jetzt gerade, wo ich nochmal nachgedacht habe, Gear 2, er macht ja auch immer diese komischen drei Wellen auf seiner Hand, weißt du, dieses, wenn das so kommt, weißt du, und danach fängt das Dampfen ja erst an. Also ich. Und das kannst du ja auch nicht mit der normalen Haut machen. Also, das, glaube ich, hat schon irgendwas mit seiner Frucht zu tun. Also, ich weiß nicht, aber dieses Dampfen von Whitebeard hat mich immer so darauf hoffen lassen, dass eventuell irgendwann jemand anderes, ein Gegner von Ruffy, auch diese schnelle Form, diese agile Dampfform einsetzen kann. Hätte ich mir gewünscht, aber weiß ich nicht. Sag mal deine zweite, wen du noch hier mit reingenommen hast. Ganz kurz dazu noch. Ich glaube halt immer noch, dass es bei Whitebeard mit den Königshaki war, dass sein Königshaki alle war, quasi, weißt du? Und dann ist er auch gestorben. So. Das ist ja meine Theorie, aber gut. zweite Frucht, die ich genommen habe, ist die Operationsfrucht von Lore. Selbst, das ist so obvious, ey. Ja, aber ich muss jetzt, also Disclaimer dazu. Wir sind so lame irgendwie, ne? Ja, ich bin auch im Videospielen so eine kleine Grafikhure. Wenn das Spiel nicht geil aussieht, dann gehe ich da nicht mit. Und das ist auch hier wieder der Punkt. Selbst wenn die Frucht nicht so stark wäre, sprich auch eine Operation des Lebens nicht möglich wäre, die gibt's einfach nicht. So. Und auch der Rest, also auch mit so Gamma Knife oder so, gibt's nicht. Sondern nur dieser Room, um mit den Zerstein. Es wäre trotzdem die geilste, also für mich so eine der geilsten Früchte, weil auch hier wieder die Darstellungsweise, der macht einfach einen Room und in dieser blauen Kuppel ist er einfach so Gott und kann darin machen, was er will, Position tauschen, alles zerschneiden und so. Hammer. Finde ich auch schon wieder von der Darstellungsweise einfach 10 von 10. Man hat eine Frucht, die Operationsfrucht, und man denkt sich so, ja, okay, operieren, so, was soll ich jetzt darunter verstehen? Und dann kommt da auf einmal so etwas Krasses bei raus. Hammer.
Also, keine Ahnung, kann ja, man nicht viel zu sagen. Ist einfach geil. Also, ich denke mal, jeder von euch hätte die auch reingenommen. So. Es ist einfach eine der geilsten Früchte, nützlichsten Früchte und ist sich ohne Grund so beliebt. Und Doflamingo wollte sie auch haben und so. Also, es ist einfach klar, es sind in One Piece vielleicht auch eine der geilsten. Und ich habe natürlich die allergeilste reingenommen, und zwar die Finsternisfrucht habe ich noch genommen. Ich finde die so krass und so vielfältig und so mysteriös vor allen Dingen noch. Und eigentlich ist das so das Ding. Also, dass man erstmal alle anderen Teufelsfrüchte damit, also alle anderen Teufelsbenutzer kannst du anziehen und komplett die Kräfte annullieren, sozusagen, dass du sie instant treffen kannst. Sie können sich nicht mehr verwandeln in ihr Element oder können nichts mehr einsetzen, sind wie mit Seestein geschwächt. Also richtig, das ist so krass, das ist so stark. Und da hört es ja noch nicht auf. Also das allein schon wird mir schon reichen, so perfekter Konter gegen alle anderen. Aber nein, du kannst einfach so eine riesen dunkle Aura unendlich, also diese dunkle Finsternis, diesen Dampf, diesen Rauch rauskommen lassen, Sachen damit absorbieren, einspeichern in eine Zwischendimension und die x-beliebig irgendwo rauslassen, wo du willst. Und dann kommt ja noch dazu, dass eventuell, das ist nur Spekulation, dass man damit auch noch andere Teufelsfruchtkräfte absorbieren und nutzen kann. Und das alles nur aufgrund dieser Finsternis. Also allein dieses Sachen einsaugen, speichern und irgendwo zerbröckelt wieder rauslassen, völlig verstört, auch Menschen, das ist allein schon krass. So. Also das finde ich so heftig und deswegen habe ich die mit reingenommen, weil es ist einfach auch die stärkste Teufelsfrucht in ganz One Piece. Sie wird auch so betitelt, und auch nicht ohne Grund so. Also es ist eine Logia-Art und ist einfach auch die stärkste der Logia. Und die Logia-Früchte sollen die stärksten sein. Deswegen ist, ja, es wurde oft erwähnt, dass es die stärkste ist. Ich denke einfach, das ist krass. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt eine Logia, aber sie unterscheidet sich halt nochmal so komplett von den Logia-Früchten, weil man halt trotzdem normal angreifbar ist, obwohl es halt eine Logia ist und so. Und ich weiß auch nicht, wo er da halt auf der den Kampf gegen Ace hatte, war es halt einfach enorm geil zu sehen, wie diese Frucht funktioniert mit dem Black Hole, wo er diese ganze Stadt einfach eingesogen hat und so. Und ja, die Teufelsfrucht ist einfach Hammer. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Weil auch einfach Finsternis und dann ein Charakter, der Blackbeard heißt und so, das harmoniert auch einfach. Blackbeard, ja. Ist so. Und dann auch Antagonist so und, ja, und schwarze Haare und was nicht. Das passt so. Also so eine Nami mit einer Finsternisfrucht würde nicht so gut funktionieren, sagen wir es mal so. Ja, das ist echt so. Okay, dritte Frucht bei mir, oh, fucking obvious, aber also die dritte Frucht muss ich sagen, warte. Kizaru. Es ist eine Logia, aber es ist nicht Kizaru. Dafür musst du den Kage, da musst du den Kage holen. Der hätte das, ja, okay, der hätte dreimal hier Kizaru. Aber einfach Coolheitsfaktor, obwohl ich glaube, dass sie vielleicht sogar ein bisschen schwächer ist als die von Kizaru und definitiv schwächer als die von Akainu, die von Kusan. Die Eisfrucht ist einfach, oh, die Eis. Coolheit. Eis ist, finde ich, die geilste Anime-Fähigkeit. So ein Charakter, der ein Anime Eis beherrscht, der ist immer cool. So. Und ich weiß nicht, hier ist das einfach genau das Gleiche. So, Eis ist an sich vielleicht nicht das Stärkste, mag man meinen, aber da ist einfach so ein Typ, der fährt mit einem Fahrrad übers Meer und über sich und vor sich erschafft er immer so Eis oder so. Das ist halt so geil. Es ist irgendwo stark, aber es hat auch einfach so einen coolen Impact, wenn er da so das ganze Wasser gefriert oder so. Deswegen, einfach 10 von 10 Coolness. Also ich kann da nicht viel zu sagen. Ist jetzt nicht so, dass eine bestimmte Attacke oder irgendwie sowas, sondern ist einfach die Frucht an sich. Die ist auch einfach, also das ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes cool so, aber du kannst damit einfach, also überleg mal auch selbst, sagen wir jetzt mal wieder das Beispiel, Leute, ich mag das einfach so im Kopf ein bisschen durchgehen. Ruffy greift ihn jetzt mit Haki an. Er kann ihn ja trotzdem einfrieren. Scheiße, das Haki so. Dann ist er trotzdem eingefroren. Das ist ja einfach, guck mal, das ist eigentlich das ist so krass so. Also es ist einfach, du kannst ja dann wirklich den Typen töten. Also es war ja Lebensgefahr. Du bist eingefroren, da kannst du Vergo sein. Das Haki des Jahrhunderts, das Talent, diese Inselbegabung, Haki des Jahrtausends. Wenn du eingefroren bist in diesem Full-Body-Haki, bringt dir das gar nichts. Dann fällst du um und zerbröselst so, weil fällt dir der Arm ab so. Weißt du, das ist einfach, die ist einfach richtig krass. Also von den Logia-Nutzern würde ich auch sagen, das ist einer der stärksten. So, natürlich, er hat Pech gehabt gegen Magma und so, oder obwohl 10 Tage, ich weiß nicht. Also gegen Hitzefrüchte ist vielleicht gerade so ein bisschen Pechkarte, aber sonst, also ist einer der krassesten, so überhaupt, würde ich auch sagen. So, ich habe jetzt auch wieder einen, den krassesten, natürlich, weil Top 3. Habe ich als letztes, gib mal einen Tipp ab, was denkst du? Welche Kategorie denn? Ist es eine Logia oder? Egal, das sag ich nicht. Entweder die Drachenfrucht von Kaido oder jetzt ärgere ich mich. Hätte ich mal nehmen sollen. Okay. Ist eigentlich zu gut. Nee, ich hab, okay, sag. Weißt du es?
Wenn es eine Logik ist, ich gehe mit Feuer oder Donner, irgendwie so, keine Ahnung. Nee, ich habe Fujitoras Frucht genommen. Also, oh, geil, ja, oh, ey, stimmt. Es ist einfach Hammer. Geil. Also erstmal muss ich sagen, Fujitoras Frucht an sich wäre es nur dieses, ja, ich kann jetzt einen Meteoriten regnen lassen. Das ist natürlich cool, das ist extrem zerstörerisch, ist stark, das ist mir klar. Aber das würde für mich nicht reichen, weil das erstmal dauert viel zu lange. Man kann ihn predicten, man sieht ihn ja schon vom Himmel kommen, also den Meteoriten. Das ist cool, aber ich sag mal, das ist nicht so stark, um ehrlich zu sein. Also man kann einfach ausweichen und so. Wenn dich so ein Meteorit trifft, ist das natürlich Ende im Gelände. Aber ich finde das krasse, dass er einfach punktuell so einen Gravitationsdruck einfach ausüben kann. So. Also das ist ja sowas von krass. Also da kannst du ja wirklich einfach in einem Kampf so ein riesen Gravitationsfeld auf den Gegner und dann so Milliarden Tonnen einfach und dann kann er sich nicht mehr rühren, so, dann ist er einfach extrem langsam, ist auf den Boden gedrückt, so selbst der stärkste Nutzer wird da langsam, also einfach extrem langsam, wenn du da 1000 Tonnen auf den Schultern hast, so, das ist klar, und deswegen, das in einem Kampf ist einfach, ich weiß nicht, ist einfach richtig krass, finde ich, und deswegen habe ich ihn mit reingenommen, weil ich finde einfach allein das in einem Kampf, will ich auch mal richtig dynamisch in einem Kampf sehen, so vor allen Dingen, nicht nur dieses Meteoriten-Ding, dass wir haben ihn ja kurz nur gesehen, wir haben ja seine richtige volle Kraft noch gar nicht gesehen, aber das trotzdem, ja, Fujitora brauche ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Ja, also gehe ich absolut mit. Man hat ja, so, wenn es wirklich in seine richtige Kraft geht, dann hat man am Ende von Dressrosa quasi gesehen, wie er ganz Dressrosa alle Trümmerteile angehoben hat und Richtung der Flotte, wo die Ströte mitgeflohen sind, bewegt hat. Und hätte er den Angriff durchgezogen, hätte er einfach die gesamte Strohflotte samt Strohhüte, ist einfach so, hätte er alle... Ei für Dings. Eigentlich alle gerippt. Für Seeschlachten, beste, ne? Für Seeschlachten, ja, ist das eigentlich Hammer. Die krasseste Frucht. Da kannst du ja einfach Schiffe mit wegprügeln, so versenken. So schnell kann man ja gar nicht. Ja, alles. Deswegen auch diese Trümmerteile. Ich meine, da haben sich die Bürger dazwischen gestellt. Er hat gemerkt, das sind die Bürger und bla 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 und hat das dann nicht durchgezogen. Aber an sich ist Fujitora ein absolutes Monster. Und ich finde das auch geil, diese Darstellungsweise, auch mit diesen Betrügern quasi ganz am Anfang, wo er diesen Auftritt hatte, wo er so sein Schwert so langsam zumacht und dann auf einmal so ein riesiges Loch im Boden ist, weil die einfach ja hunderte Meter tief reingerissen wurden durch diesen Druck, das ist so geil. Also ja, du kannst einfach auch riesige Löcher einfach so aus dem Nichts, so bumm, Loch. So, das ist auch einfach noch krass, das darf man auch nicht vergessen. Was ist in deiner Meinung nach die underrated, um mal zu der Kategorie zu kommen? Underrated, overrated, Leute. Ja, so ein bisschen, das kann man bei Teufelsfrüchte perfekt machen. So, was ist deiner die Teufelsfrucht, die am meisten unterschätzt wird? Also eine Frucht, die richtig krass ist, die richtig heftig ist, deiner Meinung nach, die aber in One Piece vielleicht nicht so krass dargestellt wird, noch nicht so viel Time gehabt hat und allgemein vielleicht auch gar nicht so stark in der One Piece-Welt an sich ist. Ja, genau. Also ich habe nicht die genommen, wo ich sage, das ist wirklich die underratedste Frucht überhaupt im gesamten Universum, sondern einfach die, die mir so als erstes in den Sinn gekommen ist, wenn es um underrated geht, ist die Barrierefrucht von Bartolomeo. Ich finde, die ist fucking underrated, weil auch einfach Bartolomeo, das ist so ein Typ von der Strohflotte und der ist irgendwo cool und der hat auch in Kolosseum seinen Block quasi gewonnen und so, aber der wehrt halt so die Schläge damit ab und so, das wirkt so, aber der hat zum Beispiel diesen fucking King Punch, der einfach dieses ganze Kolosseum da weggefegt hat, hat der easy abgewehrt, ohne einen Kratzer in der Barriere zu haben, so, und ich finde die Barrierefrucht, man kann ja sagen, was man will, aber theoretisch selbst ein Shanks oder so, oder ein Mihawk, ja, Mihawk nimmt sein, der nimmt sein Schwert oder auch ein Kaido, der nimmt seine Faust, ja, knallt da mit voller Wucht gegen, die Barriere hält stand, die ist fucking unzerstörbar, so, weißt du, deswegen, also an sich, die Barrierefrucht ist Hammer, finde ich total underrated, weil da einfach der Charakter nicht so wirkt wie einer, der halt so den Ultra-Fight seines Lebens hat, so ein Bartolomeo wird niemals gegen Kaido kämpfen oder so, aber in der Theorie kann er halt einfach gegen viele Gegner bestehen. Hammer, finde ich geil. Underrated. Er kann ja auch das so deflekten, also so zurückschleudern, also, oder nicht? Das war ja, doch so, ne? Barrier Crash. Überleg mal, also er kann sozusagen die Angriffskraft speichern und kontern. So, also das ist ja wirklich gegen den Kaiser, wenn er das kann, so, er kann ja wirklich, die Barriere, die wird auch nicht, ich glaube, die ist unendlich, also die hat unendliche Kraft oder so, ne? Also die kann nicht irgendwie gebrochen werden oder so? Oder ist das also er meint halt, dass sie unzerstörbar ist. Und er kann sie halt auch verformen, dann macht er da so eine Treppe raus oder ummantelt seine Faust. Ja, das Faust. Alleine, ne? So, zum Beispiel, Schiff. Das Bartolomeo ist jemand, der, für den ist Rüstungshaki so komplett useless. Der hat ja dann in seinem finalen Kampf in Dressrosa, also nach dem Kolosseum und so, war ja sein Finishing-Move quasi die Barrier-Pistol, so, also von Ruffy inspiriert, dass er da das so eine Barriere geil. Um seine
seine Hand gemacht hat. Diese Barriere ist ja tausendmal härter als das heftigste Rüstungshaki. Jeder Virgo würde davon kaputtgeschlagen werden, weil diese Barriere scheinbar unfucking zerstörbar ist. So. Hammer. Es ist total das stärkste Haki zugleich eigentlich. Du hast recht. Das ist, ja. Also bei, guck mal, bei Jozo ist einfach die abgeschwachte Form. Jozo wurde einfach der Arm abgerissen von Kusan, so weißt du? Ja, das, da, ist, das ist zum Beispiel auch was. Diamant ist zwar das härteste Metall, aber es nützt ja nichts, wenn eine Barriere, wo man ja, also es sieht so aus, als ob sie aus Glas ist, aber obvious ist sie nicht aus Glas. Und wenn man halt so sieht, Diamant ist zwar das härteste Element, aber in der fiktiven Welt One Piece, wenn da jemand eine Barrierefrucht hat und sagt, die ist fucking unzerstörbar und dann ein King Punch kommt und die Barriere hat nicht einen müden Kratzer, dann ja, ist das für mich krasser als zum Beispiel die Frucht von Jozo im ersten Moment auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall den Underrated Pokal heute. Also was ist ich hab gedacht, ich hab schon einen klugen Pick genommen. Und zwar Underrated finde ich und auch underrated auch dargestellt und gezeigt und auch ein bisschen verschwendet das ist. Das ist wichtig, ja. Ist die Frucht von Nico Robin eigentlich. Also ich finde es so heftig, was sie damit kann eigentlich so. Also sie kann erstmal ein komplettes Double erstellen. So. Also sie kann sich komplett selber nochmal verdoppeln. So. Sie kann wahrscheinlich Schattendoppelgänger, so mehrere von sich selber. Theoretisch kann sie da tausende Armee von tausend Robins und keiner weiß, wer die echte ist. Sie kann Arme sozusagen. Sie hat schon so viele Leute getötet mit diesem Genickbruch, mit diesem Klatsch. Dann kann sie theoretisch was hat sie auch schon selbst vorm Timeskip gezeigt, auch die Gliedmaßen so vereint zu einem Riesen, weißt du, sie kann fliegen, sie kann sich Flügel machen, sie kann einfach damit rumfliegen, so, und einfach Riesenhände spawnen lassen, also ich finde das immer noch ja, so krass. Also die könnte das geile Füße, Gear 3, das geile Gear 3 ist das einfach, was ja, der macht. Sie kann einfach überall spawnen, so, also ist echt besser als Gear 3, ist echt so, ist einfach, und noch größer, sie kann ja theoretisch, ich weiß nicht, wo da das Limit ist, und wie das Erwachen auch vor allen Dingen aussieht und auch bei der Barrierefrucht, wie sieht das Erwachen? Egal, das ist ein anderes Thema. Es ist, ich weiß nicht, Nico Robin, aber wirklich der Fakt, dass durch die Barrierefrucht das eigentlich das stärkste Haki zugleich ist, ist einfach Sieg. Ja, auf also jeden wirklich. Fall. Wenn die Rüstungshaki richtig gut drauf hätte und würde da diese Riesenfüße spawnen und die voll mit Rüstungshaki und trampelt da alles nieder, Hammer. Und auch so Double, so, weißt du, mit einem Double hast du so viel Spielraum und es gibt ja Leute, die haben als Teufelsfrucht, also wie zum Beispiel die Transfrucht oder so, dass die halt so ihr selbst so das Gesicht changen und dann halt eine andere Person sind, aber die kann sich einfach doublen und das ist nur so eine kleine Side-Fähigkeit, das ist so 1% von dem, was die Teufelsfrucht halt wirklich drauf hat, so. Dann kann die Flügel machen, dann macht die Netze und fängt sich damit auf, falls sie mal runterfällt oder so. Die kann alles machen, alles. So, deswegen, das ist Hammer. Krass, ich finde es auch echt wirklich so. Ich finde also von der Barrierefrucht ist wirklich underrated. Also overrated. Was ist da noch die Frucht, die zu krass in One Piece dargestellt wird, die aber vielleicht gar nicht mehr so krass ist? Also ich finde nicht, dass sie zu krass dargestellt wird. Ich finde nur, die Fans feiern sie zu krass. Also voll die dreiste Aussage von, oh, die Fans feiern zu krass. Aber ich finde, viele Leute glauben, dass diese Frucht stark ist, obwohl sie es einfach faktisch für mich nicht ist, ist die Klingefrucht von Mr. One. Weil die Leute wollen immer so, oh, Mr. One, der ist auch in der neuen Welt und dann gibt's ein Comeback, so Mr. One versus Zorro und so. Aber Zorro wird so den Boden mit denen aufwischen, weil die Frucht auch einfach straight scheiße ist im Vergleich zu so vielen anderen Früchten, weil ich meine, der hat halt eine Klinge, aber wir wissen, die Klingen unterscheiden sich. Ja, jetzt gibt es Klingen mit Dämonen und Haki und Drachenschwerter und so. Und das ist halt alles, also der verschärft sich ja nur an bestimmten Stellen. Das mit Rüstungshaki macht jetzt auch nicht so den mega different. Und vor allen Dingen das, warum es fucking overrated ist, wenn man die Wahl hat zwischen der Klingenfrucht von Mr. One und einfach der Frucht von Baby Five. Ist das Baby Five? Klar, ne? Ja, mit der Waffenfrucht, ja. Ne? Dann ist ja die Wahl absolut klar, weil ich meine, Baby Five kann genau das gleiche machen, nur im Zweifel macht sie einfach eine Kanone und geht auch in den Fernkampf oder so. Also die hat halt 100-mal mehr Möglichkeiten und die Möglichkeiten von der Klingenfrucht von Mr. One. Deswegen für mich absolut overrated. Die Frucht an sich ist halt so okay und wie gesagt, zum Beispiel Baby Five hat einfach eine 1000-mal bessere Variante. Das ist ja nicht wie bei Kusan und Monet, dass die so. Also Kusan ist logischerweise krasser und Monet ein bisschen schwächer, weil Schnee und bla bla bla. Aber hier ist der Unterschied einfach meilenweit größer als da. Das ist, keine Ahnung, absolut overrated, ja. Finde ich. Ich hab ein bisschen gecheatet bei overrated, aber ich muss dir erstmal recht geben, auf jeden Fall. Aber nach unserem heutigen Podcast hätte ich das jetzt nicht mehr so genommen. Und zwar overrated finde ich allgemein
Das ist eigentlich eklig, aber Logias allgemein, dass die zu krass dargestellt wurden. Aber wenn wir heute nochmal überlegen, dass du trotzdem mit Haki, du kannst die, also damals war vom Times gefunden, die halt so als ultimative, unüberwindbare Mauer, ich weiß noch, als Kusan aufgetreten ist, es war nicht zu schaffen für die Strohbande, den überhaupt zu treffen, so einfach durchgeschlagen und so. Und ich finde, durch Haki, durch den Timeskip mit Haki und diesem visuellen Darstellen von Haki, sind die gar nicht mehr so schlimm. Also ich finde eher eine krasse Paramecia wesentlich gefährlicher als irgendwie eine Logia, weil theoretisch kannst du Logia-Nutzer trotzdem einfach wegprügeln, so wenn dein Haki einfach krasser ist. Die Sache ist, okay, sowas, so jemand wie Kusan, der kann ich halt trotzdem einfrieren, so. Die scheißen halt da drauf. Also du kannst ihn halt treffen und also dieses große Power-Up von nicht treffen ist eigentlich jetzt nur weg gewesen. Aber jetzt gerade so würde ich trotzdem, ich würde es nicht mehr nehmen jetzt, dieses Overrated Logia, weil, wie gesagt, du verbrennst dich ja trotzdem an einem Akainu, wenn du den mit Haki schlägst, so, und das ist halt immer noch krass, so. Meine Fähigkeiten würde ich immer noch zu den stärksten. Ja, ich denke auch eher, dass es so, wenn du eine Logia-Frucht hast, hast du, sag ich mal, zu 90-95% eine Frucht, die echt gut ist, so, weißt du, ich glaube, das ist eher das Ding, so, deswegen werden die so als gut angesehen, und bei Paramecia ist halt wirklich 50-50-Gamble, ob du eine Jackenfrucht kriegst oder halt eine OP-Opinomie, weißt du. Ich wollte auch Jackenfrucht gerade sagen, ey, da hast du dann auch echt die Arschkarte, stell dir vor, du findest eine Teufelsfrucht, denkst so, boah, Bruder, ich werde der neue König der Piraten, isst die, Alter, und merkst auf einmal, yo, scheiße. Bist eine Jacke. Ja, okay, bist eine Jacke. So, an sich, ne? Das kann man auch zu underrated nehmen, so. Stell dir vor, Kaido zieht die Jacke an, so. Er hängt sich einmal in Kaidos Kleiderschrank rein und Kaido zieht die an oder so. Dann kann er Kaido kontrollieren, so. Also an sich, auf dem Blatt Papier, so könnte das, aber das ist ja Quatsch, so, weißt du. Deswegen, Jackenfrucht würde ich immer noch. Was ist deiner Meinung die schwächste Frucht allgemein, so in One Piece? Jackenfrucht ist schon echt. Ist schon echt ein guter Kandidat, ne? Ich gehe mit der Bärenfrucht von einem dieser 100 besten Marinesoldaten, die auf der Enies Lobby waren, weißt du, der gegen Frankie. Der ist sogar Barry oder so, ne? Ja, der ist gegen Frankie angetreten. Dem Grunde nach dieselbe Frucht wie Buggy, nur schlechter. So, also, keine Ahnung, ist halt. Und bei Buggys Frucht denkt man sich ja schon manchmal so Trash. Und klar, es gibt Leute, die sagen, oh, Buggy, der kann sich irgendwann in Atome aufspalten und bla bla bla. Aber let's be real, so, also ich glaube, mit der Bärenfrucht, also mit der Bärenfrucht von Dings da kannst du auch nichts machen. Wo wir gerade bei den 100 besten Marinesoldaten sind, underrated auf jeden Fall die Rostfrucht. Alter, die ist fucking Hammer. So, ja. Die Rostfrucht, ich hab gerade auch an die gedacht, weil das ja auch da bei diesen Bärenheini, bei den auf Kugelheini war. An sich schon, ne? Er hat damit einfach Zauberschwert. Also, stell dir mal vor, er wachen und er müsste die Leute nicht berühren. Alle Waffen, alle Schwerter, alle Pistolen, ohne Rosten sie zu berühren, mit einschnipsen, zack, weg. So. Mihawk, Drachenschwert, einfach zerfällt. So. Alles Stinker. Ey, das wäre so krass. Also, ja, okay, obwohl an sich das Schwert an sich eh nicht mehr so wichtig ist. Thema Schwerter kann man auf jeden Fall auch nochmal einen Podcast machen, weil ich sag mal so, ein Mihawk könnte auch, glaube ich, mit einem Bambusstock und Haki überzogen alles zerstören. So. Er hat ja auch so gezeigt, dass er mit einem Dolch. Ja, das ist das Ding. So, kennst du dieses eine Special auf Nebulandia? Da hatte der eine auch einen Fächer oder so mit Haki überzogen und hat irgendwie so auramäßig da so Spieße rauskommen lassen und so, weil er das verformen konnte und so. Und sowas in der Art kann ich mir vorstellen, dass das möglich ist. So, Leute, jetzt haben wir über eine Stunde über Teufelsfrüchte geredet. Boah, also, natürlich gibt es immer noch Sachen, ihr könnt mal reinschreiben. Vielleicht würde es irgendwann, höchstwahrscheinlich wird es irgendwann nochmal einen zweiten Part geben, aber dann mit anderen Themen. Wie gesagt, ich hatte die Themen jetzt, die wir besprochen haben, hier auch aufgeschrieben. Underrated, Overrated, Top 3 und wie und was und da habe ich alles hier aufgeschrieben. Wenn ihr noch Themen habt bezüglich Teufelsfrüchte, hier unter verfassen, also sollte es mal einen zweiten Part geben, werden wir hier in die Kommentare gucken und werden uns daran inspirieren, nach ein bisschen so einem roten Faden, den ihr uns dann hier vorgebt. Und ansonsten, nächstes Thema. Vielleicht ist es dann eine Charakteranalyse, Charakter-Podcast oder auch wahrscheinlich auch zum nächsten Chapter. Wissen wir noch nicht. Werden wir gucken. Wird auf jeden Fall kommen. Ich bin auf jeden Fall glücklich, so wie das hier läuft, Leute. Und auch gut ist es angekommen hier mit der Werbung. Also, dass wir alle 10 Minuten ungefähr einen Werbeblock setzen, dass ihr das so verkraftet, beziehungsweise dass ihr nichts dagegen habt, weil wir also auch ein bisschen entlohnt werden wollen für den Kram hier. Kann ich mich nur bedanken bei euch, Leute, dass das so gut ankommt. Und ansonsten einen Daumen nach oben, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Und welches Hashtag nehmen wir? Hashtag Jackenfrucht? Nein, ich hab einen Genius Move, ja. Nehmt mal Hashtag und Hashtag eure Lieblingsfrucht einfach, damit keine Leute in die Kommentare schauen können und sehen den Hashtag und schreiben schon hin, obwohl sie den Podcast nicht zu Ende geschaut haben. Das ist natürlich Mastermind. Da haben wir verschiedene Hashtags. Also Hashtag eure Lieblingsfrucht in die Kommentare auf jeden Fall. Ja, Mann, das ist gut. Ansonsten, Leute, bin ich jetzt raus. Ich gebe das letzte Wort wieder Myrolox und kann mich nur bedanken. Bis zum nächsten Mal. Theo ist raus.
Theo ist raus. Und ja, letzten Worte, wie immer gebühren mir, immer weiß ich nicht so, was sagst du jetzt am besten noch? Aber ja, war auf jeden Fall cool. Wie gesagt, Teufelsrüchte kann man viel zu machen. Gerade Charakteranalyse finde ich halt cool, dass so die Ideen im Podcast selbst kommen. Weil wenn man jetzt gerade, wie zum Beispiel bei Blackbeard überlegt, wenn man halt wirklich in die Vergangenheit schaut, seine ersten Auftritte und die analysiert und so in einem ausführlichen Podcast, das ist auf jeden Fall Hammer. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt, hinter euren Hashtag am besten dann. Und ja, eine kleine Info noch für die Leute, die es interessiert, die den Podcast sonst auf Spotify gehört haben. Wir haben aktuell noch ein paar Probleme mit Spotify, sind da aber dran, um da irgendwie eine adäquate Lösung für zu finden. Entweder halt auf Spotify selbst oder halt auf einer anderen Plattform, wo man halt den Podcast an sich downloaden kann oder zumindest hören kann, ohne das visuelle Format, also wie zum Beispiel auf YouTube. Da gibt uns aber noch ein bisschen Zeit. Ich würde mal so sagen, in 2-3 Podcasts werden wir euch da nochmal eine Rückmeldung zu geben. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, schauen, Leute. Haut rein und ciao und tschüss. Tschüss.